Alles gut. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Ha, wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Aha, jetzt fängt er doch schon an, Heimweh zu haben. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Oh Mann. Und denk dran, halte dich an die Waffenruhe. Ich, na gut, Waffenruhe. Versprochen. Ha, das hättest du wohl gern, hä? Aber ich gebe nichts auf das Wort eines dreckigen Piraten. Oh Mann. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Oh Mann. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Hm. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Alles klar. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal, ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Das ist der Witz. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus, wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Okay. Wir gucken mal, ob der Schlüssel zu der... So, offen. Der Schlüssel kann weg. Dein Ernst? Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher original verpackt. Puh, die brauchen was wir. Was für ein unnützer Krempel. Hallo? Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste? Was? Und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Oh, das ist bescheuert, ey. So eine ernsthaft. Mann, Drahtbürste, das macht alles kaputt. Oh, was war denn das für ein süßes Tier? Das sieht aus wie Kreuz hier irgendwie. Irgendwie ein bisschen leicht gruselig. Die hat mir. Oh, wie süß. Fledermäuschens. Okay, dann. Die schafft bestimmt ordentlich was weg. Das ist nicht dein Ernst. Was Frittiertes wäre mir lieber. Das habe ich schon ab. Fettlöser und Drahtbürste. Damit bekomme ich jeden da. Na, das habe ich schon ab. Das habe ich schon. Okay. So, jetzt haben wir aber alles, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht. Was mache ich denn mit der Drahtbürste? Ich hoffe, das gehört so. Staubig und verätzt. Na, ist ja toll. Nicht gut. Was machst du denn da, ey?
Noch gebe ich nicht auf. Noch. Staubig, fettig und verätzt. Die Drahtbürste auf Golds Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Nur im absoluten Notfall. Nur im absoluten... Das ist ein Notfall. Achso, jetzt können wir auch überspringen. Was ist das hier? Nichts. Hä? Nicht gut. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut? Nein, die Datasette ist schon schmutzig genug. Zeit für die harten Geschosse. Ach, und jetzt, oder was? Oh, wie süß! So gut wie neu. Ja, und? Diese Kratzer da. Ja, ganz leicht verkratzt. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut. Du weißt schon, dass Kratzer noch schlimmer sind? Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Oh Mann. Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend, hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Jetzt aber. Aufstehen. Was? Wo bin ich? Mit den Kratzern funktioniert das? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute, Deponianer. Es ist also wahr, Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Aber Sorge, ehrlich mal. Ich erkläre dir alles. Ist aber größer als er. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Ja. Mal reden. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja, schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Sag ich doch. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja, Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. War zwar nur verstaubt. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Die Kratzer sind wohl noch nicht so gut. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey... Du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei es drum, du kannst la, dich la. Auch später noch bedanken. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten...
Du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Flugtauglich? Scheiße. keine Ahnung. Ich glaube, den Kota kann man nicht flugtauglich machen. Und kapern ist nicht so doll, glaube ich. Also eine Falle stellen. Ist, glaube ich, im realistischsten. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie. Ja, mit genau. Schlamm, dann lösen wir den Alarm aus. Und während du als Giraffe verkleidet auf einem angrenzenden Berg. Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich nach Elysium kommt irgendwie. Weiß ich nicht. Weil was ist dann in den anderen Folgen? Das, also, ne? Kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Alles fit? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles, Rufus. Kein Problem für mich. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Das ist so witzig. Normalerweise kann ich besser, bis er nicht aussteht. Aber Doc ist ein feiner Kerl. Der will ein Pirat sein? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Zumindest lügt er wie einer. Oh Mann. Na schön, den Flug zu machen. Danke für alles. Kein Problem. Aber noch. Das wird, uns beeilen. Es wird nie langweilig, glaube ich. Das erinnert mich an eine Schallplatte von damals. Oh oh. Oh oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Ha, die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, in Liebe zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Voll süß.